Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zu einem neuen Video hier bei Elon Motors TV vom Model 3 Highland. Und heute geht es um den Umbau an diesem Auto. Ihr seht schon dahinter entsprechend große Radsätze. Aerodynamisch hat sich einiges verändert und auch am Fahrwerk wurde einiges gemacht. Gestern in Mur bei Markus Reber und heute in der Sendung geht es darum. Zum Abschluss meiner, wir gehen gleich mal ums Auto rum, ich erzähle euch alles darüber, was das auch kostet, was meine Fahreindrücke sind, auch zum Verbrauch werde ich was erzählen und ich sage euch natürlich noch was zu den Optimierungen, die ich vorhabe, hier an diesem Model 3 durchführen zu lassen. Und ganz zum Schluss, das Highlight von diesem Video, dranbleiben also, ist das Exklusivinterview mit Markus Reber, dem Inhaber und Gründer, beziehungsweise er ist ja der Nachfolger der nächsten Generation aus dem 1948 gegründeten Reifenhaus Reber in Mur bei Stuttgart, dem absoluten Enthusiasten hier, wo es um Fahrwerke und Radsätze geht für die Teslas. Und das lohnt sich da auf jeden Fall dran zu bleiben. Und hinterlasst, wenn es euch gefällt, auf jeden Fall ein Like hier bei mir. Und natürlich wäre ich dankbar, wenn ihr kostenlos abonniert, damit ihr in Zukunft auch nichts verpasst mit der Glocke. Und wir starten nach dem Intro gleich mit dem Umbau hier am Model 3 Highland. Und für alle Model Y-Fahrer ganz wichtig, die gleichen Radsätze mit etwas anderer Bereifung, die gleichen Komponenten gibt es dann auch fürs Model Y. Also für euch genauso spannend. Und natürlich für die Leute, die aufs Juniper Update Model Y warten, gibt es natürlich von mir auch ein paar Erkenntnisse. Also nach dem Intro geht's los. This is gonna be pretty cool. Enjoy the flight with us. Oh my god! Isn't that insane? It's insane! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid hier auf dem Kanal und das soll jetzt hier nicht zur Belustigung dienen, mein selbstgebautes Mikrofon, aber ein iPhone SE von Apple im Einsatz mit einem ordentlichen Mikrofon, das erlaubt es mir einfach ein bisschen weiter weg zu sein. Ich hatte vorher ja auch schon mehrere Funkmikrofone und das hat irgendwie nie so richtig geklappt, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das hier nicht habe, sondern einfach hier jetzt reinspreche und das wird dann nachher in Final Cut Pro bearbeitet. Heute geht es um Model 3 Highland, ihr seht es hier hinter, ich nutze natürlich die Gunst der Stunde, um es zu laden und woran erkennen wir das Highland? Natürlich hier an den geilen Lichtern. Und was ist passiert? Das Fahrwerk wurde umgebaut. Und wir haben jetzt hier die erste Iteration des Fahrwerk-Upgrades. Man kann ja zwei Sachen machen. Einmal die Dämpfer austauschen. Das wäre jetzt bei Markus Reber in Mur das empfohlene Koni-Fahrwerk, was ihr auch sehen könnt im Model Y-Video, was ich heute gestern rausgelassen habe. Da geht es um einfach nur Komfortanpassung. Oder ihr macht eine zweite Sache und tauscht die Federn. Und das habe ich machen lassen. Und diese Federn sind hier von Vogtland. Vorher hatte ich mal vor Jahren von Aibach Federn drin. Und mittlerweile hat Markus Reber natürlich die Erfahrung gemacht, dass Vogtland Federn da einfach besser sind. Und ich muss sagen, der Komfort, den dieses Highland hatte, ist immer noch vorhanden. Aber die sportliche Abstimmung durch die Tieferlegung, die merkt man auch. Also eigentlich ist es eine Optimierung in beide Bereiche. Ich konnte heute leider noch nicht Höchstgeschwindigkeit fahren für euch. Deswegen meine Eindrücke aus dem Fahrwerk jetzt eher so aus dem bis 120, auch Kurvenfahrten, das kommt heute auch in dem Video. Und natürlich, was ist passiert? Schaut es euch an. Ihr seht hier die Tieferlegung vorne 35 mm. An der Vorderachse hier ist jetzt fast kein Platz mehr. Und hinten sind es, beziehungsweise hier sind es knapp 40 und hinten 35. Das Ding noch an? Ja. Hinten sind es knapp 35 und durch die Spurplatten von Aibach sind die auch von Markus Reber zusammengemacht. Hinten 12 mm und vorne 8 mm. Also nach meinem Geschmack schon sehr am Limit. Aber jetzt ist natürlich, ist alles vom TÜV abgenommen. Gestern in Mur war der TÜV-Mann da. Ihr seht, wenn der jetzt hier einfedert, dann kommt er hier in den Radkasten rein. Und was fällt euch noch auf? Natürlich, er steht hier etwas raus. Das heißt, aerodynamisch ist das natürlich eine Degradierung. Ja? Das ist jetzt nicht unbedingt in meinem Sinne, aber man muss ganz klar sagen, die Optik ist natürlich jetzt sehr, sehr bärig. Also in Richtung M-Paket, AMG, S-Line. Also er sieht jetzt eigentlich aus wie ein Performance-Fahrzeug. Und das wollte ich ja machen, dass ich das Model 3 Standard Range nehme als ganz einfache Basis und das jetzt in Richtung Model S Plaid Optik. Das ist so das Ziel. Und was ist noch passiert? Also die Federn wurden getauscht von Vogtland und natürlich eine 20 Zoll Felge. Und das Besondere an dieser Felge, dieser ATS-Felge, ist, dass sie erstens dem Tesla-Design der Track-Package-Felgen sowohl für Model 3 als auch Model S Plaid Track-Package sehr ähnlich sind. Das heißt, immer diese Zweier-Packages hier, fünf Zweier-Packages, die hier gerundet reingehen. Und das Ganze in Racing-Titan, Original der Farb
aus dem Tesla-Paket. Und das ist mir ganz wichtig, denn ich finde schon, dass Tesla eigentlich mit Originalfelgen immer am besten aussieht. Ist mein Geschmack. Da kann man natürlich alles Mögliche machen. Das ist also die erste Argumentation. Also die Optik, und das muss passig und stimmig sein zum Fahrzeug. Die zweite Argumentation ist aber auch, was wiegen die Felgen? Und da muss ich sagen, ist diese ATS-Felge nicht ganz so gut wie die Edelweiß, die Markus hat im Programm. Aber mit 10,2 Kilo ist diese Felge sehr leicht. Ich habe jetzt mal gegoogelt und nachgeforscht, was die 18 Zoll Photon-Felgen wiegen. Und die wiegen 9,6 Kilo, habe ich da gefunden. Also 21, noch was Pfund. Und das umgerechnet mit den Kappen, mit den Reifen. Und da können wir mal gucken. Also das heißt, die wiegen jetzt nicht unbedingt viel mehr. Und das ist natürlich super. Weil natürlich die Masse, die ungefederten Massen, wenn man die zu stark erhöht, hat natürlich Nachteile bei der Beschleunigung, auch im Kurvenverhalten, auch im Bremsverhalten. Und das ist mir gelungen mit dieser ATS 2.0-Felge, hier jetzt so leicht zu bleiben. Die sind also wesentlich leichter als die Original 20-Zoll-Felgen, die auf Model 3 Performance drauf sind. Und auch leichter als die Überturbine Real Lugano, die ich vorher hatte. Das heißt, in dem Sinne, muss ich sagen, habe ich zwei Sachen erreicht. Einmal leichte Gewichte und zweitens Tesla-Optik. Wer das noch optimieren will, der kann sich von Edelweiß bei Markus die Felgen holen. Die sind dann noch leichter. Also das wäre jetzt wichtig, wenn man jetzt also Maximalbeschleunigung rausholen will. Das ist natürlich, Vorsicht, mein Kameramann wird gerade überfahren. Nee, passt gerade. Wir sind hier natürlich beim Chargen. Also da muss ich sagen, bin ich also sehr zufrieden. Und das dritte große Ding, auf was man achten muss, ist natürlich auf die Bereifung. Und da hat Markus mittlerweile, sind natürlich Winterreifen, Conti im Programm, vorher waren es auch Pirelli oder Michelin, und da schwört er momentan auf die Contis, also das Beste, was er hat, 245er Winterkontakt, und die passen natürlich hier perfekt auf diesen Wagen drauf, und vor allem bieten sie diesen Kantenschutz, das heißt, wenn man mal irgendwo gegenfährt, hat man hier auch die Sachen. Also das heißt, Fahrwerksabstimmung, Vogtlandfedern, tiefer wird das Ganze, und von der Abstimmung, ja, wie ist es? Es ist auf jeden Fall immer noch weich, aber natürlich sportlicher. Und das merkt man natürlich, dass er etwas härter abrollt. Das liegt natürlich hauptsächlich auch an den Reifen. Also ich bin mir relativ sicher, wenn wir jetzt die 18 Zoll da drauf gelassen hätten, dann wäre das Fahrverhalten wahrscheinlich tiefer, aber noch sehr viel ähnlicher dem Originalzustand. Bloß durch die 20 Zoll Bereifung und Beräderung auf jeden Fall ist es jetzt so, dass man hier natürlich doch sportlicher geworden ist. Ich habe es heute in einem anderen Video schon mal gesagt, also es ist jetzt nicht die AMG E-Klasse mit 18, 19 Zoll Reifen, Ballonreifen, sondern es ist jetzt der E-Klassen-Mercedes mit AMG 20 Zoll Bereifung. Und das ist jetzt hier auch so, aber ich muss sagen, es ist ein tolles Gefühl, es kommt mir dem Model S Plaid sehr nahe in Sportstellung, also nicht in Komfortstellung, sondern in Sport, aber nicht in Trackstellung. Ja, also von daher. Und wenn man jetzt mal so drumherum geht, schaut euch das an, es liegt jetzt einfach ganz anders da. Also ich finde, das Model 3 Highland sieht jetzt einfach sehr sportlich aus. Es hat dieses Froschaugen-Look sowieso verloren durch die neue Scheinwerferoptik vorne und hinten. Und es hat jetzt durch die Tieferlegung wirklich auch an Länge gewonnen. Und ich finde gerade der Weiße, der wirkt unwahrscheinlich Model S-mäßig. Und das ist ja genau mein Plan gewesen. Was fehlt jetzt noch? Also die nächste Stufe wird jetzt sein, hinten die Scheiben abzudunkeln mit einer 80% Tönung, so wie es beim Model Y ist. Und dann sieht das natürlich bei dem Schwarz-Weiß-Look hier sehr edel aus. Warum habe ich jetzt keine schwarzen Felgen genommen? Weil für mich schwarz ist für mich Stahlfelge, Winterradsatz wie vor 30 Jahren. Also ich bin jetzt nicht so ein absoluter Schwarz-Fan, sondern für mich ist dieses Racing-Titan aus dem Porsche-Rennstall, aus dem Ferrari-Rennstall, wenn das da die Rennautos sind, dann sind die in diesem Racing-Titan. Das sieht einfach total cool aus. Deswegen bin ich ein Fan. Und natürlich auch wichtig, hier sind die Tesla-Kappen dran. Müsst ihr mal unten in den Links gucken. Die habe ich auch drauf bei dem Radkappensatz. Da ist der Radkappensatz. Den hat Markus natürlich jetzt schwarze Schrauben drauf gemacht. Also alles perfekt, auch die Originalhersteller Center Caps. Und das Ganze natürlich auch perfekt ausgerüstet von den Jungs. Also von daher absolut cool. Ja, bevor ich es vergesse, also nicht vergessen zu abonnieren. Es kommen noch viele coole Videos. Und wie es dann weitergeht mit dem Umbau. Jetzt gehen wir mal drum rum. Also die Aerodynamik, die leidet jetzt natürlich etwas durch die ausgestellten Räder und durch die größeren Verwirbelungen in dem
in der Felge, weil sie doch sehr offen ist. Diese Felge ist natürlich optimiert für Kühlung der Bremsanlage, ist jetzt bei diesem Auto natürlich nicht so erforderlich. Aber ihr seht schon, ich habe jetzt alles unternommen, um die Aerodynamik doch noch zu verbessern. Das erste Upgrade, habt ihr ja letztens gesehen, ist hier mein optimiertes Nummernschild. In Amerika gibt es das ja gar nicht, aber bei uns habe ich es wenigstens so gemacht, dass es jetzt nicht mehr auf dem Träger ist, sondern direkt am Fahrzeug, was natürlich hier die Verwirbelungen auch minimiert. Und was natürlich ein Vorteil ist, ihr habt ja den Widerstand, der ist ja nicht nur der Widerstandsbeiwert von 0,219, sondern mal der Stirnfläche. Und die Stirnfläche ist ja die Breite mal die Höhe. Und die Höhe hat sich jetzt um 4 cm verringert. Das heißt, die Fläche hat sich auch entsprechend um diese 4 cm mal der Breite verringert. Und das ist natürlich wieder hilfreich, um die Aerodynamik zu optimieren. Das heißt, wir haben jetzt einen Verlust durch die Räder, aber natürlich auch einen Zugewinn durch die Tieferlegung. Und die nächste Optimierung wird natürlich neben den Sachen, die Mudflaps, achso, die seht ihr hier, die habe ich auch abmontieren lassen. Ja, die haben natürlich auch nochmal Aerodynamik gestohlen, indem hier Verwirbelungen riesig waren. Die wurden gestern auch abmontiert und hier werde ich jetzt nochmal so eine Folierung drauf machen, um einfach gegen Steinschlage und schützen zu lassen. Auch hier hinten werde ich das noch folieren lassen, sodass praktisch hier auch die Karosse und der Lack geschützt sind. Das ist ja nicht nur ein einfaches Weiß, sondern es ist ja ein Weiß Metallic. Ja, das finde ich auch immer. Es ist zwar umsonst, aber bei anderen Herstellern kostet es über 1000 Euro Aufpreis. Also hinten werden jetzt noch die Scheiben verdunkelt. Und was kommt natürlich noch? Jetzt gehen wir mal nach hinten. Ist natürlich jetzt die nächste Stufe. Werden das Tesla-Logo in Schwarz, da habe ich schon Plastidip besorgt, Hochglanz-Glossy oder halt entsprechend die schwarzen Dinger mit Schablone muss das angebracht werden und natürlich ein Carbon-Spoiler kommt hier drauf. Ich hoffe, ich finde bald einen, der zugelassen ist und der dann hier drauf passt und dann in Carbon-Optik sieht das dann schon sehr nahe den Performance-Modellen. Und das hat nicht nur den Performance-Copy-Look als Ziel, das ist eigentlich nicht mein Hauptintent, sondern einfach wiederum Optimierung der Aerodynamik, denn einfach die Abrisskante wird hinausgezögert und damit sind hier hinten weniger Ablösungen und die werden besser vom Fahrzeug weggeführt und das ist natürlich auch nochmal zusätzlich. Es ist ja kein Spoiler, um Anpressdruck zu erhöhen. Anpressdruck bedeutet natürlich auch wieder mehr Widerstand. Das ist immer der Nachteil. Und hier unten seht ihr ja schon den Spoiler und da kommt jetzt noch ein kleiner Sting. Das werde ich wahrscheinlich auch mit Plastidip in Hochglanz lackieren, sodass das aussieht wie beim Model S. Das ist ja jetzt unlackiert, aber natürlich, das war ja immer mein Punkt, Model 3 von hinten in Weiß hat mir nie gefallen, weil hinten einfach dieser Diffusor gefehlt hat und dieses große schwarze Teil. Und schaut euch das mal bei Audi oder beim BMW 3er und 4er Grand Coupé an. Ganz cooles Objekt, diese flachen Blinker, die flachen Scheinwerfer und diese schwarze M-Paket-Look hat sogar mein alter E92 BMW. Das hat jetzt endlich das Model 3 auch bekommen im Highland, deswegen bin ich jetzt natürlich auch wieder sehr happy mit Weiß. Ja, also das so viel zu der technischen Umsetzung. Geht mal, ich zeige euch, blende euch das gleich nochmal ein hier bei Reifen Reber auf der Webseite, könnt ihr gucken. Hier die Optimierung, jetzt kommen wir zum Preis. Also der Radsatz kostet mit den Reifen 2.900 noch was Euro, also knapp unter 3.000 Euro, finde ich, ist für 20 Zoll Felgen in dem Look, in der Qualität, in dem Gewicht mit den Reifen inklusive der Achsvermessung, finde ich, ist das, glaube ich, ein super Preis. Und am Fahrwerk, die Federn, meine ich, kosten um die 700 Euro inklusive Achsvermessung Einbau. Also da seid ihr unter 4.000 Euro mit diesem Umbau. Die Spurplatten muss ich jetzt noch mal gucken. Die Rechnung kriege ich jetzt noch. Was die kosten, sieht man hier auch so ein bisschen drin. Ja, da sieht man sie sogar. Können wir mal schauen hier. Da sieht man die Spurplatte. Also ist natürlich auch alles eingetragen. Also beziehungsweise ich muss das jetzt Montag eintragen lassen. 12 mm hinten und 8 mm vorne. Und dann ist wirklich fahrwerkstechnisch und Optik allem geschuldet. Und wenn ihr euch das jetzt vorstellt, hinten noch die dunklen Scheiben, hinten den Spoiler, hinten noch Tesla-Logo in Schwarz. Vorne werde ich es wahrscheinlich so lassen. Dann hat man wirklich ein wahnsinnig gutes Auto. Ja,
was kann ich euch noch sagen? Also das ist, glaube ich, der... Und natürlich Winterräder. Ne? Klar, muss man natürlich im Winter nicht unbedingt haben, so große Sätze, aber ich möchte euch das ja auf dem Kanal zeigen. Und Markus war dann auch, hat mich natürlich auch überzeugt, gesagt, du musst auf deinem Kanal natürlich zeigen, was geht. Und ich muss sagen, 20 Zoll mehr. 21 gibt es zwar auch noch, aber ich glaube, 20 Zoll reicht völlig. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal ein guter Eindruck. Jetzt sage ich euch noch was zum Verbrauch. Konnte ich nicht richtig messen, weil einfach der Wind, es war Rückenwind auf der Rückfahrt und Kopf, also Headwind auf der Hinfahrt. Und das verfälscht natürlich das Ergebnis. Das heißt, ich habe etwas mehr Verbrauch mit den kleineren Rädern auf der Hinfahrt. Und ich wurde nach Hause gepustet mit den großen Rädern. Von daher schwer zu bewerkstelligen. Da müssen wir nochmal eine Probefahrt machen. Ansonsten von dem Fahrwerksverhalten habe ich es ja auch schon gesagt, es ist auf jeden Fall noch komfortabel, nicht bockelhart. Man hört allerdings die Abrollgeräusche durch die Winterreifen. Das hört man also mehr. Ich bin gespannt, wie dann mit Sommerreifen das Ganze wird. Ich bin mir auch momentan relativ sicher, dass ich den gleichen Radsatz dann mit Sommerreifen oder einfach nur die Sommerreifen dann da drauf ziehen werde. Weil so muss ich sagen, optisch gefällt mir das. Und jetzt kommt noch zum Abschluss der Teaser fürs nächste Video. Ich werde euch noch ein Video zeigen über die Bremsen. Da gibt es nämlich ein Brembo-Bremspaket. Das habe ich mit Matze besprochen. Das wird dann nochmal separat gemacht. Also wer das nicht verpassen will, jetzt nochmal die Glocke aktivieren, abonnieren. Und natürlich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wird mir helfen. Vielen Dank. Und dann hoffe ich mal, dass ihr eure letzten Einkäufe im heutigen Jahr und morgen werde ich wahrscheinlich euch dann noch einen guten Rutsch wünschen. Dann haben wir noch mal kurz Zeit, noch ein paar Sachen. Und schaut die anderen Sachen ein. Wir haben viel gefilmt über Model Y, über Model 3. Freue mich, dass ihr wieder schön dabei seid und den Kanal abonniert, damit wir hier wachsen können. Und die Tesla-Community, ihr seht es hier, schaut euch das mal um hier. Die Supercharger machen es möglich, dass wir hier durch Europa fahren können. Und mittlerweile ganz interessant, es gibt hier auch Fremdkunden. Heute Morgen war ich ja mal da, da war ein Audi da, ein iX. Heute noch ein Audi hier, der hier lädt. Und so wird Reisen ermöglicht, dank dem Supercharger-Netz. Ja, eigentlich eine super Sache. Und was ist auch auffällig, das meistverkaufte Auto ist natürlich auch hier Präsenz, das Model Y. Ne? Es fahren hier einfach mehr Model Y, weil es natürlich für so einen ansprechenden Preis viel Platz bietet und natürlich der Verbrauch auch entsprechend optimiert. Ja, das ist natürlich was für Sportfans, so eine Art Tieferlegung, so eine Art... Radanpassung hat natürlich nichts mit Aerokappen zu tun und möglichst effizient zu fahren. Aber im Endeffekt hat man es auf dem Fuß, was man verbraucht. Und ich habe jetzt auf der Hinfahrt, kann ich es euch ja sagen, 15,2 meine ich verbraucht. Und auf der Rückfahrt waren es knapp über 16. Also es hält sich in Grenzen. Kilowattstunden. Und da möchte ich gar nicht wissen, was andere verbrauchen. Wenn ich das jetzt hier ein bisschen lauter erzähle, dann wird der e-tron-Fahrer, glaube ich, blau anlaufen. Und das wollte ich heute vermeiden, am letzten Tag vor Silvester. Also in diesem Sinne, jetzt zum Abschluss das versprochene Schmankerl. Exklusives Interview nach der Übergabe des Fahrzeugs mit Markus Reber. Viel Spaß und Film ab. So, liebe Zuschauer, jetzt stehe ich hier mit dem Chef, mit Markus, und das Produkt des heutigen Tages, neben den vielen Videos, die ich gemacht habe, steht hinter uns und ist natürlich interessant zu hören. Aber Markus, das war wieder super. Wir sind auch gerade gefahren, also müsst ihr mal ausprobieren. Kommt auf jeden Fall nach Mur. Wir werden wahrscheinlich auch bald mal ein Video machen über die Firma, denn Markus ist ja wirklich auch einer der Enthusiasten der ersten Stunde, die das Projekt von Elon Musk auch wirklich hier in Deutschland sehr viel, wie soll man sagen, mehr Schub gegeben haben, also praktisch im Nachbrennern dazu verholfen haben, hier erstmal die Fahrzeuge sicher zu machen, auch durch den Winter zu bringen. Denn ich kann mich daran erinnern, dass Tesla auch gar nicht die Reifen alle hatte, um alle zu versorgen. Und jetzt, da Model 3, Model Y auch wirklich in Deutschland angekommen ist, gibt es hier viel mehr als nur die Räder, sondern ihr seht, Fahrwerke, das ist das neue Thema. Also nochmal herzlichen Dank, Markus, und ja, ich danke. Freue mich auch wieder im Land zu sein und auch jetzt für euch wieder aktiver zu sein. Und wir haben da echt einiges vor. Und ich glaube, ja, und auch Gruß an dich, André. Und ich hoffe, wir lernen uns hier bald kennen. Und dann werden wir hier mal gucken, wie wir Deutschland auf Tesla-Level kriegen. Ne? Also, ja, und sieht super aus, oder? Guckt Absolut. Euch den mal an. Ja, also wirklich, wir haben jetzt, was haben wir jetzt verbaut? Vogtlandfedern. Wir haben uns Vogtlandfedern verbaut, genau. Distanzscheiben, auch ein Exklusivprodukt von Eibach, hat der Daniel jetzt, sage ich mal, bei mir
mitentwickelt und natürlich die Competition 2 in der Sonderfarbe von uns Racing Titan. Ja, genau. Einfach edel halt. Ja? Guckt euch das mal an. Und das ist jetzt praktisch wie beim OM auf Tesla Optik. Also das sind die Trackpack-Felgen, so sehen die aus. Ja, genau. Und da bin ich ein absoluter Fan von. Und ihr schaut auch die 245er jetzt. Die haben auch hier den Kantenschutz. Das heißt, die sind jetzt ein bisschen unwahrscheinlicher, dass ich mir jetzt hier mal wieder alles abziehe, wie bei den ersten Model 3s. Und hinten auch im Radkasten. Das ist halt einfach brutal. Ja. Deswegen bei die 20 Zoll machen wir immer 245, weil es einfach komfortabler, Wahnsinn. Besser und nicht teurer ist. Ja. Und ich werde jetzt gleich mal den Verbrauch erfahren, wie der hochgeht, aber das hat man alles auf dem Fuß. Ja, ne? So sieht's aus. Ja, super. Also, dann geht es jetzt gleich für mich heim und ihr könnt dann, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, dann habt das natürlich schon im Kasten, aber ich muss jetzt erstmal nach Hause fahren und dann könnt ihr euch freuen auf einiges. Wir haben ein Model Y Video über die Koni-Dämpfer. Wir haben eins, wo ich mit Matze hier, unserem Fahrexperten aus der Werkstatt, über die neuen Bremsen rede. Das ist ein Teaser. Ja. Und dann natürlich von mir dann die ersten Eindrücke und auch die Verbrauchsfahrt jetzt auf der Rückfahrt. Also, Servus, vielen Dank. Tschüss. Geht gleich weiter. Ciao. Gut.